Das Duell zweier Traditionsclubs an der Kreuzeiche, der FC 08 Villingen ist an Spieltag 12 zu Gast beim SSV Reutlingen. 710 Zuschauer wohnen dieser Partie bei, die direkt munter beginnt. Spielminute 5, der erste Abschluss vom SSV Reutlingen. Doch 08-Keeper Dennis Klose ist da und wehrt stark per Fußabwehr ab. Einige Sekunden weiter, denn ebenfalls in dieser Anfangsphase der Partie meldet sich auch der FC 08 Villingen erstmals offensiv an. Ballgewinn im Mittelfeld, dann wird der Vorwärtsgang eingelegt. Der Ball wird durchgesteckt auf Niko Tadic und der nimmt den Schuss links am Kasten vorbei. Insgesamt das Niveau in Halbzeit 1 allerdings überschaubar. Wir springen schon einige Minuten weiter. Über eine halbe Stunde ist gespielt. Da kommt der Ball in die Mitte in den Strafraum des FC 08. Doch die Situation wird zunächst bereinigt, scheint alles wieder geklärt zu sein. Dann allerdings der Ballverlust im Mittelfeld. Reutlingen will es hier aus der Distanz probieren. Der Ball wird abgeblockt. Etwas Unordnung, dann wird hier der Elfmeter gefordert. Doch einer bleibt hellwach. Mohamed San Yang stellt nach 32 Minuten auf 1:0 für Reutlingen. Nutzt die Unordnung in der 08-Defensive. Wie ist die Reaktion der 08er? Die kann sich durchaus sehen lassen. Offensivpressing. Hier der Ballgewinn, toll durchgesteckt. Allerdings nicht gut angenommen, den Ball nicht unter Kontrolle gebracht. Somit bleibt hier die Chance, die zwingende Chance aus, auf Ausgleich zu stellen. Die 53. Minute, es bleibt also in Spielabschnitt 1 beim 1:0 zur Pause. Maxime Follon legt sich den Ball hier auf den anderen Fuß, nimmt den Abschluss, doch nicht wirklich gefährlich. 58. Minute, guter Freistoß aus der Distanz von Ryan Hertrich. Die anschließende Ecke, abermals Ryan Hertrich. Er bringt den Ball in die Mitte, der Kopfball, und dann fordert der FC 08 Elfmeter. Und diesen bekommt der FC 08 Villingen dann auch. Der Schiri zeigt auf den Punkt. Maxime Follon schnappt sich den Ball und setzt ihn rechts unten stark platziert zum Ausgleich in die Maschen. Der Torhüter ahnt die Ecke, doch er kommt einfach nicht mehr dran. Zu gut platziert dieser Elfmeterschuss von Maxime Follon. Minute 69, Diakité kommt hier mit einer Körpertäuschung gut vorbei, hat dann einige Meter Platz, um durchzulaufen, verpasst nach kurzer, flacher Hereingabe von Foulon in der Mitte. Und auch die anschließende Flanke von Leon Albrecht bringt nichts mehr ein, da war durchaus mehr drin. Minute 70, abermals die Ecke reingebracht von Hertrich, Kopfball, Foulon links am Tor vorbei. Und dann nochmal eine fast identische Freistoßsituation, wieder Ryan Hertrich, wie vorhin gut geschossen, doch drüber, es bleibt beim 1:1.